What do you need? I don't want any. All done? Well, be on your way then. You okay? I don't want it. So, ich hoffe, das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nein, Equipment. Dann machen wir dich mal kurz weg. So, Tree Branch Blessed with an Incantation of Unalloyed Gold. Craftable Item. Pierce a foe using FP to turn him into a temporary ally. The Ephemeric Killer has loved many people. Indeed, he has learned very well how to compel such affection. Okay, so, probieren wir das mal. Ich habe das noch nie ausprobiert. Aber theoretisch können wir damit nämlich das für eines dieser Skelette halten, dann, wenn die spawnen. Und dann können wir die nämlich, auf unsere Seite ziehen. So, jetzt muss ich noch meinen Aufzug runterlassen wieder. Weil das erstmal 2 gegen 2, dann ist das zur Abwechslung mal fair. So, ich weiß noch nicht, wie das Ding funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Fuck, nein! Ach, Mann, ich habe das falsche Item ausgerüstet gehabt. Ich wollte mich heilen. Ich habe das falsche Item ausgerüstet gehabt. Ich wollte mich heilen, aber ich gedacht, warum heilt er sich denn nicht? Ja, weil ich halt das Dingens hier noch equipped hatte und eins verschwendet habe jetzt. Aber das ist ja mega dämlich. Also Commander Neil killt die halt instant. Also du hast den Vorteil, du musst sie selber nicht killen. Aber die sterben halt instant. Also die machen nicht mal Damage. Die machen ihm nicht mal Schaden. Das ist ein bisschen affig. Ah ja, cool. Danke fürs Gespräch.
Wir machen 300. Okay, das wäre mal eine Chance gewesen, ordentlich drauf zu hauen. Oh, fuck me. Mann! Ich spiele mega safe gerade, aber ich habe keinen Bock, den nochmal zu machen. Ich weiß nicht, ob sich dem so ein Angriffspattern ändert. Ich hoffe nicht. Ich weiß, das ist mega spannend gerade, aber ich muss mich gerade nicht konzentrieren.
Ich hab grad schwitzige Hände, ich rutsch grad vom Controller ab, das ist nicht gut. Ich gehe kein Risiko ein. Ich übe mich jetzt in Geduld. Ich habe eine Sache gelernt in Elden Ring und das ist, man muss echt viel Geduld haben. Wenn ich das echt nicht versemmel, dann habe ich ihn jetzt. Dann brauche ich noch einen Schlag. Yes! Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich weiß, relativ unepisch dieser Kampf. Aber, ja, manchmal muss man ein bisschen geduldig sein im Leben. Gott sei Dank. Also waren da deutlich weniger Pain in die Ass, als ich gedacht habe. Das Bewitching-Zeug ist theoretisch ganz witzig, weil du die Skelette relativ schnell wegkriegst dann damit. Und dann brauchst du einfach nur, im Nahkampf brauchst du einfach nur Geduld. Und eben den 600 Damage, hätte ich mehr Damage gemacht mit der Waffe, wäre das gegangen. Aber ich habe mir schwere Angriffe gemacht. Wenn er hochgesprungen ist mit dem Blitzfuß nach unten, habe ich einen leichten Angriff gemacht, damit ich schneller wegrollen kann. Und wenn er diesen Eiswirbel gemacht hat, habe ich die schwere Attacke drauf gemacht. Und somit ging es jetzt. Und dann ist es halt ein Geduldsspiel. Man muss sich halt komplett bis zur letzten Sekunde konzentrieren dann. Dass man da keinen Fehler macht. So, dann haben wir die zweite Hälfte des Harley Quinn Medaillons. Sehr schön. Nice. Okay. Aber gut, dann habe ich, glaube ich, theoretisch meine Strategie für Commander Neil. Du musst praktisch einfach unglaublich geduldig sein. Das gilt, glaube ich, für jeden Elden Ring Boss. Wenn du einmal das Pattern drauf hast, dann geht's ganz gut. Naja. Anyway, dann haben wir den Boss gekillt. Sehr schön. Wir haben einen ganzen Haufen Level jetzt gemacht. Und jetzt können wir dann theoretisch... zum geheimen Schneefeld. Da gehen wir eben noch mal kurz hin. Dann holen wir da das Leuchtfeuer. Host Secret Medallion. Und dann machen wir das. So. Sehr schön. Haben wir da. Dann gehen wir da kurz hin, weil es ist schon Viertel eins wieder. Holy fuck. Die Zeit vergeht echt wie im Flug manchmal. Dann holen wir kurz das Leuchtfeuer. Ich bin überlegen, einfach durchringen ging nicht, ne? Weil das waren, glaube ich, mega assi Gegner auf dem Weg. Da waren diese kleinen Steindinger, waren der ganze auf dem Weg, glaube ich. Diese komischen Viecher da. Ich nehme Zauberstab.
So, Steak of Marika ist hier, jawohl. Feature hier aktivieren, das dann für das Mimiktier. Weil hier ist ja ein Dungeon-Boss hier drin. Da muss man da unten, glaube ich, irgendwo da unten war das. Irgendwo da unten ist der Eingang, da musst du runterspringen, das ist ein unsichtbarer Weg. Okay, ich brauche 3 Schläge damit. Beiden Dingern 3 Schläge. Ach ja, stimmt, aber ja. Das ist ein Fokus hier. Wow, 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 wow. Ja, die Dinger sind nervig, die tun weh. Da war das Leuchtfeuer, sehr gut. Gott sei Dank. Puh. Der Cut. So, dann mache ich jetzt hier den Cut. Das heißt, für YouTube ist dann hier Schluss. Lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein. Wir sind relativ weit gekommen, wir haben einigermaßen gut Damage jetzt, finde ich gut. Und ja, schauen wir mal, wie es dann jetzt weitergeht. Wir müssen jetzt noch zu Moog. Das können wir jetzt hier machen über den über das Snowfield hier. Und dann können wir zum DLC hoffentlich. Mal gucken, ob wir schnell mal Moog platt machen. Das ist das nächste Problem. Und dann müssen wir noch zu Malenia auch noch. Den Giant haben wir noch. Rykard haben wir noch. Godskindu. Malikas. Okay, wir haben noch ein paar Bosse vor uns. Aber Prinz, den Placidusex haben wir noch. Aber wir sind relativ weit. Aber ich möchte dann mal gucken, wie das DLC ausschaut. Wahrscheinlich werde ich auch mega abkotzen im Strahl. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall, lieben fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und willkommen zurück in Richtung YouTube zu Elden Ring. Da sind wir einmal wieder. Und so, bevor wir jetzt grob weitermachen, ich will kurz eine Sache ausprobieren. Weil ich will mir Lusards Staff holen. Staff holen vor allem. Ist das 2? Ich habe nämlich das Problem tatsächlich, ich fühle mich immer noch mit diesem Zauberstab nicht wirklich gut. Und wir könnten das einfach mal probieren, indem wir Lusards Zauberstab holen. Und schauen einfach mal, wie gut oder schlecht das damit geht. Weil der hat ein deutlich besseres Scaling. Wir können ihn nämlich mit Sombers Missing Stones hochleveln notfalls. Und der tolle Vorteil ist, er macht deutlich mehr Damage. Die Frage ist nur, so, mein Problem ist hier, wie komme ich denn da jetzt wieder hin?
Einmal da hoch. Fackel Nummer 1. Die andere war da hinten. Autsch. Komm mal da wieder hoch. Einmal rucken muss sein am Tag. Kann ich denn da wieder hoch? Komm ich da hier hoch? Mich verarschen jetzt. Bitte. Double Slash. So, da war glaube ich der Imbued Sword Key da, ne? Ne, irgendwo war hier ein Imbued Sword Key. Da war glaube ich in einer der Türen war der drin. So rum. Das da unten müsste normaler Stone Sword Key sein. Und der Imbued war glaube ich dann irgendwo in einer dieser Türen. Ja, genau. So, noch da hoch. Nein! Naja, geht doch. So. Offen. Try Fingers. Ich habe nur 3 Siegel, glaube ich, ne? So, jetzt muss ich kurz denn, aber irgendwo sind jetzt hier die Siegel offen. Da musste irgendwo zu hier muss eine Truhe sein. Der Night Comet. Nee, das ist der. Das muss irgendwo hier oben sein. Hier war der Mewtwo. Spelldrake Talisman. Auch nicht. Was wollte ich gar nicht? Warte, Knopf.
Irgendwo war doch hier ein Imbued Sword Key noch. Ich bin nicht ganz bescheuert. Oder? Ich bin mir sehr sicher, dass hier irgendwo eine Truhe, einen Imbued Sword Key war. Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher. Wusste ich doch. Wusste ich doch, dass da einer dieser Schlüssel ist. So, das da oben müsste jetzt auch offen sein. Dann auf der anderen Seite müsste das auch offen sein. Da ist dann der Boss. Ich hab hier noch ein Bonfire, ne? Ja. So, dann haben wir kurz die beiden Bosse. Und dann kriegen wir Lusatz Stuff. Willst du mich verarschen eigentlich? Hallo? Rechts aber hier. Nox Flowing Sword. So. Und dann haben wir Lusatz Stuff. Lusatz Glintstone Stuff. Sehr schön. So. Ich will jetzt mal was ausprobieren. So. Okay. So. Wir haben eine Heavy Laut, aber ist erstmal egal. Weil ich will erstmal nur was probieren jetzt. Jetzt bräuchte ich ein paar Gegner. Braucht es denn keine da? Hier. Okay, 263 macht der.
90. 236, okay. So, also wie zu erwarten, Lusatz Staff ist aktuell etwas schlechter, weil der noch nicht geupgradet ist. Aber das können wir natürlich ändern. So. So. Neuner haben wir keinen. So, okay, der hat jetzt schon ein Scaling von 272, während der 238 hat. Und der ist noch nicht mal Stufe 9, Stufe 10. Okay. So, wo war denn mein Standard-Testplatz? Gatefront. So. Weil das Problem mit Lusatz Staff ist, dass der deutlich mehr Mana zieht. So. Der macht 401. 401. 100. Okay, ganz schön viele Items gefarmt hier. Das war aber gar nicht meine Intention eigentlich. Diesen dümmsten Test. Warte, wir haben doch irgendwo hier. Warte mal, ist der Clou, jetzt aber auch der Troll hier, ne? Ich will jetzt einfach mal testen, das Scaling, weil die Dinger gehen plus 24, glaube ich. Und ich will einfach nur wissen, welcher von diesen Stäben jetzt besser ist. Weil der Glintstone-Stuff macht plus 25. Also. Okay, du machst 398. 331. 398. 399. 398. 398. Okay. Also Lusatz Staff macht 398. Der macht jetzt genauso viel Damage wie der hier. Der ist aber plus 8. Der ist plus 18. Okay, dann kommst schon mal weg. Dann nehmen wir wieder unser Standardschwert jetzt erstmal. So, haben wir jetzt eigentlich Medium Load. Okay. So, jetzt machen wir mal einen Joke. Weil jetzt gehe ich her. Jetzt rüste ich den hier aus. Und plus Satz darf machen wir hier. So. Wir können ja ein bisschen optimieren, das ganze Thema. So. Und theoretisch müsste jetzt Lusatz Staff. Jawohl. So. Hallöchen, Koppel. Schönen guten Abend wünsche ich dir. So, und jetzt machen wir nämlich deutlich mehr Damage, weil wir den anderen Zauberstab nämlich in der anderen Hand haben.
Weil wir kriegen trotzdem die 15% Damage-Bonus nämlich obendrauf auf die Carrion Slicer. Und Lusard's Staff hat das gleiche Scaling wie der hier. Allerdings können wir hier noch zweimal Dinger draufpacken. Und das ist nicht schlecht. So, hervorragend. Dann haben wir das. Dann muss ich schnell zwei andere Sachen machen. Da muss ich einmal schnell hierher. Okay. So, wie geht's, Koppel? Alles fit? So, du kannst weg. Dafür brauche ich dich hier. So, hervorragend haben wir das. Also wenn wir jetzt ein Plus 9 noch finden, ist das echt nicht schlecht. Weil dann ist Lusard's Staff deutlich besser. Oh, wir werden schon summoned. Geil. Ich darf trotzdem schon mal in die Richtung. Wir nähern uns langsam einem ordentlichen Damage-Handling. Ich brauche jetzt bloß ein Item noch. Oh, wow. Hey! So. Oh Gott. Ah. Mochte mich der Controller gerade nicht. Fuck me! Ich hasse dieses Skelette. Soweit geht's mir gut. Und bei dir? Fast. Bin hell oft begeistert. Mir geht's auch gut. Außer, dass der Controller gerade gefasst wieder einen Geist aufgegeben hat. Wobei ich eher glaube, dass der leer war gerade.
Und ich lustigerweise nicht checke, ob der leer ist oder nicht. Weil ich glaube, die Batterieanzeige ist futsch. Ich bin mir aber nicht sicher. Also Batterieanzeige, da keine Batterieanzeige, aber... ich glaube einfach... weil die Xbox Accessory App sagt mir die ganze Zeit, die Batterie ist komplett voll. Aber ich glaube dir nicht so ganz. Anyway. Scheint es zu gehen. Wo muss ich eigentlich hin gerade? Doch, ich muss da lang. Wieso ist hier ein Summoning-Ding? Kommt hier ein Gegner? Ach, weil hier der... Ja, das war die Nummer. Ha! Da wurde ich gesammelt. Well. Da-da-dam! So. Ach ja, es ist Falling Star Beast hier wieder. Da, 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 da. Nice.
Sehr schön. Haben wir das. So, jetzt muss ich in ein anderes Dorf, weil ich brauche da noch einen Talisman. Fuck me! Da hing ich genau in so eine Enge. Ich wollte eigentlich rausrollen, weil ich glaube, da unten ging es nämlich nicht. Oh nein! Das ist ein Stack of Marika, oder was? Buh!